Herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance und zu einer neuen Lesefolge. Ja, wir sind mal wieder im Kodex unterwegs. Ich hatte mir, wie angekündigt, schon im letzten Stream so ein bisschen und habe ich jetzt dann auch tatsächlich durchgezogen. Machen wir mal wieder eine neue Lesespezialfolge und wir gucken mal wieder ein bisschen in die Kodex-Einträge. Das passt natürlich jetzt auch ganz zur Story. Wir haben jetzt sozusagen das Kloster von innen kennengelernt. Für euch zum Stand, ich habe noch nicht weiter gestreamt oder weitere Folgen aufgenommen. Das heißt, Stand jetzt seht ihr auch meinen jetzigen Kenntnisstand. Wir haben also sozusagen den ersten Nachmittagabend im Kloster verbracht und stehen jetzt so hier sozusagen abends vor unserem Bett im Gemeinschaftsschlafsaal. Und ja, werden uns jetzt mal ein bisschen angucken, was es hier für neue Kodex-Einträge gibt. Das Vorgehen, wie immer, wir lesen hier nicht alles bei den allgemeinen Sachen vor. Wir spezialisieren uns auf Orte, Ereignisse, Soziales und Charaktere, Tutorials und sowas machen wir natürlich nicht. Falls allerdings allgemein noch irgendwas Interessantes dabei sein sollte, werden wir das auch nochmal lesen. Genau. Und dann geht's, heute ist ja Freitag, wenn die Folge erscheint. Das heißt, am Sonntag geht es dann ganz normal weiter mit neuen Kingdom Comes Deliverance. Folgen dann allerdings dann auf jeden Fall wieder zur Story. Ihr kennt das Ganze ja schon. Gut, gucken wir mal ein bisschen durch die, was wir überhaupt für Einträge bekommen haben. In den letzten Spielstunden war ja doch schon ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal gelesen haben. Und wir gucken uns das auf jeden Fall nochmal an. Hier zum Beispiel Fälschung von Urkunden finde ich vielleicht ganz interessant. Im Mittelalter war das Fälschen von Dokumenten vergleichsweise weit verbreitet. Nur wenige Menschen waren des Lesens und Schreibens mächtig, daher konnte kaum jemand die Echtheit von Urkunden und anderen Schriftstücken prüfen. Selbst Herren von hohem Rang konnten nur selten lesen und schreiben und diktierten ihre Dokumente lieber Schreibern. Das geschriebene Wort galt demnach als wenig vertrauenswürdig. Schließlich könnten falsche Informationen aufgeschrieben worden sein. Stattdessen verließ man sich bevorzugt auf mündliche Versprechen, Eide und das Ehrenwort des Gegenübers. Ja, das ist vielleicht noch ganz interessant. Wir hatten ja doch mal die andere eine Urkunde gelesen. Vielleicht ja noch, kommt das ja noch mal im Spiel vor, dass wir uns da irgendwie einen Vorteil rausnehmen können. So, haben wir sonst noch was? Hierarchie im Kloster. Das ist doch schon mal wieder interessanter. Da sollten wir vielleicht dort tatsächlich noch mal lesen, denn wir müssen jetzt ja uns im Klosteralltag also auch zurechtfinden. Dann ist das vielleicht auf jeden Fall noch mal ein interessanter Eintrag für uns. Hierarchie im Kloster. Die Benediktiner waren ein dezentralisierter Orden. Die Klostergemeinden waren unabhängig und die Klöster wurden jeweils von einem Abt geleitet. Das haben wir, glaube ich, auch schon im Stream gelernt. Sein Stellvertreter auf Klosterebene war der Prior. Ja, das kennen wir auch. Die kleineren Organisationseinheiten nannte man dementsprechend Prioreien, denen jeweils ein Prior vorstand. Der Abt reiste regelmäßig im Auftrag des Königs oder des Papstes oder um die Geschäfte des Ordens zu führen und konnte daher für ausgedehnte Perioden abwesend sein. In solchen Zeiten vertrat ihn der Prior. Ein anderer Beruf im Kloster war der des Ordnungshüters. Glockenläutende Zierikatoren wanderten während der Arbeitsstunden und Gebetszeiten im Kloster umher und achteten darauf, dass sich niemand dem Müßiggang auch in Form von eitlem Geplauder hingab. So stellten sie sicher, dass es keine Faulenzer gab und sich alle an die Regeln und die heilige Stille hielten. Die verschiedenen administrativen Aufgaben des Klosters zu verteilen lag in der Hand der Obedientier, okay. Den Präzeptor, auch Kantor genannt, kam die Aufgabe zum Mönch in kirchlichem Gesang und in ihren Pflichten im Gottesdienst zu unterweisen. Die Beschaffung und Lagerung von Nahrung, Getränken und Brennstoff für die Gemeinschaft und ihre Gäste oblag dem Kellerer, auch Kellarius genannt. Um die Buchhaltung und Verwaltung kümmerte sich der Propst. Dem Infirmarius wiederum oblag es, sich um die kranken Mönche zu kümmern. Im Kloster des heiligen Prokop lebten zur Zeit von Abt Peter, die Zeit, in der auch das Spiel angesiedelt ist, etwa 30 Mönche. Ihren Namen im Spiel stammen aus den Schriftquellen, die uns die Brüder aus dieser Zeit hinterlassen haben. Oh, spannend. Das heißt, auch die haben dann tatsächlich zu der Zeit wirklich da gelebt. Okay. Wieder ein bisschen was gelernt, was uns im Kloster vielleicht ein bisschen weiterhilft. Münzfälschung. Ja, lese ich es, glaube ich, nicht. Wir haben da gerade sehr viel ja auch im Spiel schon erfahren. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Da haben wir auch, glaube ich, genug eigentlich schon im Spiel erfahren, haben wir ja schon offene Quest dazu gemacht. Das brauchen wir mal nicht lesen. Für alle, ihr seht es jetzt gerade hier eingeblendet, könnt ihr ja Stopp drücken hier bei YouTube und dann lest ihr es nochmal für euch. So, Orte, da gibt es nichts Neues, da haben wir auch keinen neuen Ort kennengelernt, aber bei den Ereignissen haben wir nochmal ein bisschen was. Und zwar Schlacht auf dem Amselfeld. Oha, das lesen wir doch gerne nochmal. Die Schlacht auf dem Amselfeld. Die Schlacht auf dem Amselfeld ereignete sich am 15. Juni 1389. Die christlichen Truppen des serbischen Fürsten Lazar Ribljanovic und dessen Verbündete, der adelige Vuk Branković und der bosnische König Ferdko I. kämpften gegen das osmanische Heer unter Sultan Murad I. und dessen Söhnen. Die Schlacht war ein einschneidendes Ereignis, wenngleich es keinen eindeutigen Sieger gab. In der Folge wurde die Stellung der Osmanen in den eroberten europäischen Gebieten gestärkt. Wir hatten irgendwann mal das Gesprächsthema der Osmanen.
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es noch wisst. Irgendwann war das mal, ich weiß nicht, ob das die Schlacht war, aber es ging auf jeden Fall mal darum. Wahrscheinlich wurde das da dann freigeschaltet. So, nächstes, Soziales. Da haben wir einige Sachen, die vielleicht neu sein könnten aufgrund des Klosters. Gucken wir mal. Mönche und das klösterliche Leben. Ja, das sollten wir uns vielleicht auf jeden Fall durchlesen. Mönche und das klösterliche Leben. In jedem Kloster, besonders wenn es dem Orden des heiligen Benedikt angehörte, galten strenge Regeln, die die Zeiteinteilung, Aktivitäten und Hierarchie im Kloster vorschrieben. Neben den Gottesdiensten, der Andacht und dem Studieren, Kopieren oder Verzieren von Büchern mussten die Mönche auch körperlich arbeiten. Je nach Jahreszeit widmeten sie täglich 6 bis 8 Stunden der Arbeit, 3,5 Stunden dem Gebet und etwa dieselbe Zeit dem Studium. In den wenigen verbleibenden Stunden wurde gegessen und geruht. In Klöstern wurden oft Seminare für Mönche und zukünftige Priester, aber auch medizinische Lehrstunden abgehalten. Der Mönch, der für das Heilen zuständig war, wurde Infirmarius genannt. Er arbeitete nicht nur in der Krankenstube des Klosters und war somit einer der wenigen Mönche, denen es gestattet war, die Klostermauern zu verlassen, um sich um Kranke oder Verwundete in benachbarten Dörfern oder und Städten zu kümmern. Der Tag der Mönche wurde immer wieder von Stundengebeten unterbrochen. Er begann zu Mitternacht mit der Matutin, auch Vigil genannt, gefolgt von den ersten Chorgebeten zur Laudes zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Darauf folgten die Prim etwa 6 Uhr, die Terz 9 Uhr, die Sext 12 Uhr und die Non etwa 15 Uhr. Eine Stunde vor Sonnenuntergang wurde die Vesper abgehalten. Der Gebetstag endete vor dem Schlafengehen mit dem Komplett. Komplett. Komplett? Komplett wahrscheinlich, ne? Hallo? Nach der Morgenmesse traf sich die Klostergemeinde im Kapitelsaal, um dort Lesungen aus dem Regelbuch des Ordens zu lauschen. Es folgte eine Predigt und oftmals eine Diskussionsrunde, die Klosterangelegenheiten betraf. In dieser Runde wurden zudem Sünden abgestanden, für die anschließend Tadelchen genommen und ausgeteilt wurde. Die Zeit bis zum Mittagsgebet, Sext, war mit Arbeit oder dem Studium ausgefüllt. Das Regelwerk des heiligen Benedikt, Benediktregel oder Regula Benedicti, enthält Anweisungen zum Leben im Kloster. Der Schwerpunkt liegt auf Tugenden wie Gehorsam, Schweigsamkeit, Mäßigung beim Sprechen und Essen, Gnade, Bescheidenheit und Gastlichkeit. Die mittelalterlichen Klöster waren für Außenstehende nicht zugänglich. Gerade den Mönchen des Benediktinerordens war jeglicher Umgang mit der Außenwelt untersagt. Die Brüder lebten im Kloster und durften es nicht verlassen. Ebenso durfte niemand das Kloster betreten, der nicht zur Klostergemeinschaft gehörte. Manche Mönche verbrachten somit ihr gesamtes Leben hinter den Klostermauern. Lediglich einigen wenigen vertrauenswürdigen und meist älteren Mönchen sowie Laienbrüdern war die Kommunikation mit der Außenwelt gestattet. Erstere kümmerten sich um die Verwaltung des Klosters und Gesuche von außen. Ja, kein Wunder, dass Pius sich da jetzt in dem Kloster versteckt hat. Es ist tatsächlich wie so eine Art, also für ihn das wahrscheinlich einfach eine Sicherheit, vor diesen Banditen da nicht umgebracht zu werden. Es kommt keiner rein, er kommt nicht raus. Damit ist er geschützt und opfert natürlich sein sonstiges Leben. Aber ist zumindest am Leben und überlebt vor allem. Ich bin gespannt. Wir werden versuchen herauszufinden, wer Pius ist, und wir hoffen, ihn eigentlich ja irgendwie lebend aus dem Kloster zu bekommen oder irgendwas zu machen, dass wir ihn nicht umbringen müssen. Das wäre sonst echt bitter. So, Münzbeamte. Das mittelalterliche Münzsystem beschäftigte zwei hohe Beamte, deren Aufgabe dann bestand, die Münzprägungen zu überwachen und Fälscher zu bestrafen. Einer dieser Beamten wurde vom König bestimmt und seine Position war vererbbar. Der zweite Beamte wurde von böhmischen Adel gewählt. Vernachlässigte man in dieser Position seine Aufgaben oder ließ es gar zu, dass fehlerhaft oder minderwertig geprägte Münzen im Umlauf gerieten, drohten schlimme Strafen, in schweren Fällen sogar die Todesstrafe. Okay. Das heißt, diese Münzfälschungen haben auch für die jeweiligen Beamten schwere Konsequenzen. Gut zu wissen. Okay, mehr von Soziales haben wir hier erstmal nicht. Dann Charaktere. Und da haben wir einige neue. Und zwar die Äbte des Sasauer Klosters, Heinrich III. Von Rosenberg, Heiligen Prokop. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was lesen. Äbte des Sasauer Klosters. Oh, interessant. Äbte des Sasauer Klosters. Eine chronologische Auflistung der Äbte des Sasauer Klosters von seiner Gründung bis ins Jahr 1405. Das Jahr nach dem Namen stellt den Zeitpunkt des Amtsantritts dar. Ah, der heilige Kropo war sozusagen der Erste. Das wissen wir dann schon mal. Veit, Amaran, Bozetech, Dethard, Vestra, Bozata, Reginald, der Neunte fehlt. Johannes Matthäus, Pribislav. Oh, Pribislav, gibt es auch die Stadt. Albert, Peter von Spijo, Johann der Zweite und Neflas. Dann oh, das gibt zwei. Im Spiel kannst du auf Johann und Neflas treffen. Abt Peter wird zwar erwähnt, ist aber nicht vor Ort. Neflas und Johann der Zweite. Oh ja, wir werden mal gucken. Haben wir die schon kennengelernt?
Oh, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Schauen wir mal, vielleicht haben wir die sogar schon kennengelernt oder lernen sie noch kennen. Wir werden es sehen. Heinrich der Dritte von Rosenberg. Heinrich der Dritte von Rosenberg. Der einzige Sohn Ulrichs des Ersten von Rosenberg war in den Jahren 1396 bis 1398 und 1400 bis 1404 der Prager Burggraf. Darüber hinaus hielt er den Titel des Herrn der oberen Burg in Böhmisch-Krumau. Und war Mitglied der adligen Oppositionsgruppe, die unter dem Namen Herrenvereinigung bekannt war. Er war an der Entführung und Inhaftierung Wenzels IV. Sowohl 1394 als auch 1402 beteiligt. Zwischen 1389 und 1409 übte er das Amt des Scharfrichters aus, wie aus den Aufzeichnungen der Herren von Rosenberg hervorgeht. Ah, interessant. Ah, die Herren von Rosenberg. Okay, das ist dann da, wo Ulrich herkommt. Okay, interessant. Der heilige Prokop. Der heilige Prokop von Sasor war ein Laienpriester, Einsiedler und Mitbegründer des Klosters Sasor. Er wurde 1204 heilig gesprochen. Laut hagiographischen Quellen wurde er in einer Schule nahe der Prager Burg ausgebildet. Er war verheiratet und hatte einen Sohn, entschied sich aber für das Priesteramt. Er verbrachte einige Zeit bei den Benediktinern im Stift Braunau, wo er sich für ein Leben als Einsiedler entschied. In der Gegend um Sasor scharte er eine Gruppe Männer um sich, mit der er um 1030 ein Kloster des Ordens des Heiligen Benedikt gründete, dem er dann als erster Abt vorstand. Um den heiligen Prokop ranken sich viele Legenden, in denen der Eremit mit Dämonen ringt und Geister austreibt. In einer dieser Legenden spannt er einen Dämon vor seinem Flug und hebt auf diese Weise die sogenannte Teufelsfurche aus. Daher wurde er oft mit einem gefesselten Teufel zu seinen Füßen fest dargestellt. Manchmal wurde er auch mit einer Krücke in der Hand und einer Bischofsmütze abgebildet. Doch ab dem 7. Jahrhundert zeigte man ihn mit Buch und Kreuz. Das Kloster Sasau beherbergt die Höhle des heiligen Prokop, die in Form eines griechischen Kreuzes in eine Klippe getrieben. Oh, okay. Ah! Eines griechischen Kreuzes in eine Klippe getrieben wurde. In dieser Höhle soll der Heilige viele Jahre Einsicht am stillen Gebet verbracht haben. Wir waren schon mal in dieser kleinen Höhle, haben uns gefragt, was das denn ist. Das ist diese etwas kreuzförmige Höhle. Spannend. Okay, dann wissen wir auch, was das ist. Falls wir nochmal reinkommen, können wir da nochmal reingehen und uns das nochmal anschauen. Aber da waren wir tatsächlich ja schon. So, Jan Hus, das kennen wir alle schon. Und da gibt es auch nichts Neues. Ah, doch, Smil Flaschka von Pardubitz. Den müssen wir uns nochmal anschauen. Smil Flaschka von Pardubitz und Reichenberg war ein tschechischer Adeliger und Neffe des ersten tschechischen Erzbischofs Ernst von Pardubitz. Er ist hauptsächlich als Autor bekannt und hielt 1367 seinen Baccalaureus oder sowas. Wir müssen mir ein bisschen bei der Aussprache helfen. Wie man das dann betont. Bacala oder Kalaureus oder wie auch immer, an der Prager Universität. In den 1380er Jahren kam es zu Streitigkeiten mit Wenzel IV., als er zu verhindern versuchte, dass Pardubitz mittels Heimfall in die Hände des Königs gerät. Obwohl er den Streit verlor, erbte er 1390 die Besitztümer Pardubitz und Reichenberg und 6 Jahre später wurde er zum höchsten Schriftgelehrten der provinziellen Archive genannt. Ab 1403 war er Hauptmann der Region Czaslau und Mitglied der Herrenvereinigung. Er starb im Kampf gegen die Kuttenberg-Verbündeten von Wenzel IV. Zu Lebzeiten schrieb er sinnbildliche Verse, zum Beispiel das Gedicht Der neue Rat, in dem Tiere die konservativen Ansichten repräsentieren, wie der König regieren soll. Darüber hinaus verfasste er Aphorismen, Sprichworte und satirische Texte. Eine Straße in Pardubitz trägt seinen Namen und sein Werk wird bis heute von Studenten tschechischer Literatur gelesen. Oh, spannend. Gut, dann gibt es hier noch diverse Tutorials. Wir können es ja mal reinkommen. Ruf und Verbrechen. Das hat mich der Chat schon geklärt. Das brauchen wir nicht. Und mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Okay, wir haben also wieder ein bisschen was gelernt an dieser Stelle. Und das ist dann auch mal eine kurze Folge. Geht dann nicht ganz so lange. Und das nächste Mal wieder ganz, ganz viel Story bei Kingdom Come Deliverance. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was uns im Kloster alles erwartet. Wir haben jetzt unseren ersten Nachmittag, haben ein bisschen gesprochen. Wir müssen uns dann erstmal so einen kleinen Schlachtplan zurechtlegen. Wie gehen wir die Sache eigentlich an? Dann auch gerne wieder mit euch zusammen live bei Twitch. Mal gucken, wann wir das gemacht haben werden. Ihr werdet das in dem Programm schon gesehen haben, ob es schon passiert ist oder ob es noch passieren wird. Auf jeden Fall ab Sonntag wieder weitere Kingdom Come Deliverance Folgen, immer um 18 Uhr. Viermal die Woche eine neue Folge. 18 Uhr geht immer eine los. Das sind dann die VOD-Aufnahmen aus den Livestreams. Also auch gerne mal reinschalten. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle wieder genannten Kommentare von Sun, von Peter und so weiter. Ihr seid ganz, ganz große Spitze. Viele, viele coole Anmerkungen. Freut mich, dass ihr da so viel Spaß dran habt, wie ich das zu schauen oder in meinem Fall zu produzieren und ihr das dann zu schauen. Finde ich sehr, sehr schön. Macht mir sehr viel Spaß. Bleibt weiter dabei. Und ja, wir hören, sehen oder schreiben uns spätestens bei der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.